Johann Christian Bach wurde am 5. September 1735 in Leipzig geboren. Er war der jüngste Sohn seiner Eltern Johann Sebastian und Anna Magdalena Bach. Wie genau seine musikalische Ausbildung in jungen Jahren aussah, ist nicht überliefert. Anzunehmen ist jedoch, dass er bereits im Kindesalter Unterricht an den Tasteninstrumenten und in Musiktheorie bei seinem Vater oder unter dessen Aufsicht erhielt. Seine früheste überlieferte Komposition ist wahrscheinlich ein Marsch aus dem zweiten Notenbüchlein seiner Mutter Anna Magdalena Bach. Gegen Ende der 1740er Jahre ist Johann Christian seinem gesundheitlich angeschlagenen Vater zur Hand gegangen und half diesem, indem er beispielsweise Noten kopierte oder geschäftliche Korrespondenz in dessen Namen unterzeichnete. Ein eigens ihm zugedachtes Klavierbüchlein gab es zwar nicht, es ist aber anzunehmen, dass der zu Beginn der 1740er Jahre fertiggestellte zweite Teil des wohltemperierten Klaviers ein Lehrwerk für die jüngsten Kinder Gottfried Heinrich, Johann Christoph Friedrich und Johann Christian bildete. In ähnlicher Weise, wie es der erste Teil des wohltemperierten Klaviers in der Köthener Zeit für die älteren Halbbrüder Wilhelm Friedemann und Karl Philipp Emanuel war. Noch zu Lebzeiten bekam Johann Christian übrigens vom Vater drei Klaviere nebst Pedal geschenkt, also Pedalklavikorde und Pedalcembali. Johann Sebastian Bach starb am 28. Juli 1750 in Leipzig, kurz bevor Johann Christian 15 Jahre alt wurde. Der Familienrat wird im Herbst dieses Jahres entschieden haben, dass künftig nun Karl Philipp Emanuel Bach die weitere Ausbildung seines jüngeren Halbbruders übernehmen sollte. Und so wurde Christel, so nannte ihn seine Mutter, Ende November von Wilhelm Friedemann nach Potsdam gebracht. Der Hofcembalist wird dafür entsprechend von der Familie mit Erbstücken aus dem Nachlass Bachs entlohnt worden sein. Hier sieht man zum Beispiel eine Handschrift, auf die Anna Magdalena Bach 1750 Karl und Christel notiert hat, die neuen Besitzer des vollständigen Aufführungsmaterials zum ersten Leipziger Kantatenjahrgang. In Potsdam erhielt Johann Christian Cembalo- und Kompositionsunterricht von Karl Philipp Emanuel. Außerdem führte er bereits eigene Werke auf dem Cembalo auf, die in Berlin auf eine sehr positive Resonanz stießen. Neben einigen Klavierstücken entstanden in dieser Zeit auch seine deutschen Lieder sowie Klavierkonzerte. Dame, J.C. Bach, überschreibt Christel seine ersten Cembalo-Konzerte voller Stolz. Eine Gattung, die der Vater sozusagen erfunden hatte, die in Berlin unter anderem vom Bruder und seinen Kollegen in den Hoforchestern der königlichen Familie weiterentwickelt wurde und äußerst beliebt war. Hier konnte der junge Komponist zugleich als Spieler brillieren. Im Jahr 1755 ging Johann Christian Bach nach Italien. Hier fand er in Graf Agostino Litta einen Förderer, der ihm auch einen wegweisenden nächsten Lehrer, den berühmten Kontrapunktspezialisten Padre Martini in Bologna, vermittelte. Die Jahre bis 1762 verbrachte Bach vor allem in Mailand. Dort wurde er 1760 zweiter Organist am Mailänder Dom und 1761 Kapellmeister der Kirche Santa Maria in Caravaggio. In den Jahren zuvor hatte er sich besonders der lateinischen Kirchenmusik zugewandt und konvertierte 1757 zum Katholizismus, was von seiner Verwandtschaft, insbesondere seinem Bruder Karl Philipp Emanuel, nicht gerne gesehen wurde. 1758 entstand in Mailand dieses kirchenmusikalische Werk, Domine ad adjuvandum, Herr, eile mir zur Hilfe. Die Quelle, die dieses Stück überliefert, gehört zu einem wertvollen und umfangreichen Konvolut von Autographenhandschriften, die Bachs italienisches Schaffen als Kirchenmusiker dokumentieren. Außerdem hat sie auch eine recht abenteuerliche Geschichte hinter sich. Die erste Besitzerin war Emma Jane Greenland, eine Londoner Sängerin. Um das Jahr 1835 herum gelangte sie in den Besitz des Londoner Komponisten und Musikverlegers Vincent Novello. Beide haben sich durch handschriftliche Vermerke auch auf dem Autograph verewigt. Schließlich gelangte die Sammlung über ein Auktionshaus in London erstmalig nach Deutschland. Der Musikwissenschaftler Friedrich Krysander, bekannt für seine Händel-Gesamtausgabe, kaufte sie im Jahr 1852. Glücklicherweise ging Krysanders gesamter Nachlass in eine öffentliche Institution über, die Hamburger Stadtbibliothek. Da diese jedoch im Zweiten Weltkrieg ausgelagert worden war und dann große Teile des Altbestandes von russischen Soldaten konfisziert wurde, bekamen diese Bachianer 1948 in die Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in Jerewan, in der sowjetischen Teilrepublik Armenien. 1995 brachte der damalige Staatspräsident eines nun unabhängigen Landes Armenien sie mit auf Staatsbesuch zurück nach Deutschland. Heute befindet sich die Quelle wieder in Hamburg, in der dortigen Staats- und Universitätsbibliothek. Ein Großteil der Mailänder Kirchenmusik Bachs in seiner eigenen Handschrift kann man nun in Bach Digital bestaunen.
Parallel zu seiner Karriere als katholischer Kirchenmusiker widmete sich Bach auch einem ganz anderen Metier, der Oper. Gegen Ende der 1750er Jahre steuerte er eigene Werke zu Opernproduktionen am Regio Ducal Teatro in Mailand bei, vor allem Arien und Ouvertüren. 1760 wurde dann seine erste vollständige Oper Artaserse am Teatro Regio in Turin aufgeführt. Großen Erfolg hatte bald darauf die Oper Catone in Utica, die am 4. November 1761 am bedeutenden Opernhaus Teatro San Carlo in Neapel uraufgeführt wurde. Weitere Aufführungen folgten unter anderem in Mailand, Pavia, Perugia, Parma, Neapel und Braunschweig, sodass diese Oper als die am weitesten verbreitete Bachs gilt. Bald darauf erhielt Bach den Auftrag, eine weitere Oper für das Teatro San Carlo zu schreiben. Außerdem erhielt er Angebote der Opernhäuser in Venedig und London. So kam es, dass er im Mai 1762 die Domverwaltung in Mailand um ein Jahr Urlaub ersuchte, um in London zwei Opern für das dortige King's Theatre zu schreiben. London war zu dieser Zeit einerseits eine reiche Stadt mit einem aufstrebenden Musikleben, das Musiker aus ganz Europa anzog. Andererseits fehlten dem durchaus an den Künsten interessierten König George III. Die finanziellen Mittel, um das King's Theatre angemessen zu subventionieren. So war Bach zunächst nur für eine Saison dort, in der er neben Pastichos, also aus mehreren früheren Werken zusammengesetzte Stücke, die zwei Opern Orione und Sanaida komponierte und aufführte. Neben seiner Premiere am 7. Mai 1763 am Londoner King's Theatre wurde Sanaida weitere 5 Mal bis zum 11. Juni desselben Jahres aufgeführt. Danach geriet diese Oper vollständig in Vergessenheit. Und auch das originale Londoner Aufführungsmaterial galt über 200 Jahre als verschollen. Bis vor einigen Jahren bekannt wurde, dass die autographe Partitur im Privatbesitz wieder aufgetaucht ist. Der Besitzer des Sanaida-Autographs, der auch ein Förderer des Bach-Archivs und von Bach Digital ist, stellte es für eine Aufführung zum Bachfest 2012 zur Verfügung. Nun haben wir seit 2 Jahren dieses faszinierende und einzigartige Dokument, dank des freundlichen Entgegenkommens des Besitzers Elias Kolokundis aus New York, auch in Bach Digital online. Hier ist noch die letzte Seite der Oper mit den Schnurrschnörkeln und dem Vermerk Elfine zu sehen. 1763 entschloss sich Johann Christian dazu, nicht wie vereinbart zu einer Anstellung in Mailand zurückzukehren, sondern weiter in London zu leben. Inzwischen hatte er gute Kontakte zum deutschsprachigen Hof geschlossen und wurde so zum Musikmeister der Königin Charlotte. Diese war eine geborene Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz und äußerst musikbegeistert. Bach erhielt noch im gleichen Jahr das königliche Privileg, seine Werke exklusiv in Großbritannien zu veröffentlichen. In den folgenden Jahren wurde für Bach die Freundschaft zu Karl Friedrich Abel maßgeblich, mit dem er sich in der Mert Street eine Wohnung teilte. Abel, in Köthen geboren, war Komponist und Gambist und lebte seit 1758 in London. Ab 1765 veranstalteten sie gemeinsam die sogenannten Bach-Abel-Konzerte, deren Leitung sie abwechselnd innehatten und in denen ihre Kompositionen zur Aufführung kamen, insbesondere die Sinfonien Bachs. Bach war zudem für weitere Konzerte und Veranstaltungen tätig und komponierte ab 1764 auch wieder Opern für das King's Theatre. Im selben Jahr kam der damals 8-jährige Wolfgang Amadeus Mozart in der englischen Hauptstadt an, wo er bis zum Juli 1765 blieb. Die Bekanntschaft mit Johann Christian Bach war für den jungen Mozart von großer Bedeutung. Er sah ihm ein Vorbild und bewunderte den älteren Komponisten. Es ist überliefert, dass beide zusammen am Cembalo musizierten. Außerdem bearbeitete Mozart noch in den 1770er Jahren Klaviersonaten von Bach. 1765 trat Bach der Society of Musicians of Great Britain bei, einer Vereinigung zur Unterstützung bedürftiger Musiker, deren Witwen und Waisen. Für diese Gesellschaft wirkte er an zahlreichen Benefizkonzerten mit. 1772 und 74 führten ihn Opernaufträge nach Mannheim. Zudem wurde 1779 seine erste Oper Amadis de Gaulle in Paris uraufgeführt. Hier traf er auch erneut mit Mozart zusammen. Aus dem Jahr 1773 ist überliefert, dass Bach wegen einer Verletzung des Urheberrechts einen Prozess gegen die Londoner Verleger Longman und Lukey führte. Diese hatten 5 seiner Werke ohne Genehmigung veröffentlicht.
Obwohl die Rechtslage des englischen Urheberrechts zu dieser Zeit nicht eindeutig war, gewann Bach den Rechtsstreit im Jahr 1777, sodass erstmalig in England musikalische Werke urheberrechtlich geschützt wurden. In den 1770er Jahren heiratete Bach die Sängerin Cecilia Grassi aus Neapel. Das genaue Datum der Hochzeit ist leider nicht bekannt. Grassi war in den Jahren zuvor immer wieder am King's Theatre aufgetreten und hatte auch in Bachs Werken gesungen. So wirkte sie beispielsweise in der Uraufführung der Kantate Endymione am 6. April 1772 mit. Im Frühjahr 1778 bekam Johann Christian Besuch von seinem 3 Jahre älteren Bruder und Bückeburger Konzertmeister Johann Christoph Friedrich Bach und dessen Sohn Wilhelm Friedrich Ernst. Dieser feierte in diesem Jahr seinen 19. Geburtstag und blieb auch nach Abreise seines Vaters bei seinem Onkel Johann Christian in London. Gegen Ende seines Lebens hatte Johann Christian Bach mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. Sein bis dahin großer musikalischer Erfolg in London wurde weniger, außerdem veruntreute sein Hausmeister beträchtliche Einnahmen von über 1000 Pfund. Dies führte zu gravierenden finanziellen Schwierigkeiten Bachs. 1781 erkrankte er und starb am 1. Januar 1782. Er wurde am Friedhof von St. Pancras beigesetzt. Wolfgang Amadeus Mozart beklagte den Tod des Freundes 1782 an einem Brief an den Vater. Sie werden wohl schon wissen, dass der Engländer Bach gestorben ist. Schade für die musikalische Welt. Der erfolgreiche Opernkomponist und das ehemalige Wunderkind waren sich überaus zugetan. Dies zeigte sich auch noch 16 Jahre später angelegentlich eines Wiedersehens in Paris, anlässlich dessen Wolfgang dem Vater schrieb: Seine Freude und meine Freude, als wir uns wiedersahen, können Sie sich leicht vorstellen. Ich liebe ihn, wie Sie wohl wissen, von ganzem Herzen und habe Hochachtung für ihn. Und er, das ist mal gewiss, dass er mich sowohl zu mir selbst als bei anderen Leuten nicht übertrieben wie einige, sondern ernsthaft, wahrhaft gelobt hat. Musikalisch drückte sich diese Hochachtung Wolfgangs vor allem in Studium und Aneignung von Johann Christians Instrumentalkompositionen und Opern aus. Unmittelbares Zeugnis der Umsetzung des Gelernten sind die 3 Klavierkonzerte Köchelverzeichnis 107, die Mozart mit Hilfe des Vaters nach Bachs Sonaten Opus 5 bearbeitete. Mozart und Bach waren übrigens auch beide Schüler von Padre Martini. Johann Christian Bach war ein äußerst vielseitiger und weltgewandter Komponist. Schon in seiner Ausbildungszeit lernte er verschiedene musikalische Stile kennen und komponierte im Laufe seines Lebens in ganz unterschiedlichen Genres. Als begeisterter Förderer des neuen Pianofortes hatte er auch großen Einfluss auf die Weiterentwicklung des Instrumentenbaus in London. Zeitgenossen beschrieben ihn als heiter und geistreich. Seine Werke erfreuten sich auch über seinen Tod hinaus großer Beliebtheit und blieben noch Jahrzehnte auf den Spielplänen und Programmen.